Hallo und herzlich willkommen. In dem Video heute wollen wir uns ganz kurz und knapp damit befassen, wie kann man die Divergenz und die Rotation eines Vektorfeldes berechnen. Bei solchen Aufgaben habt ihr ein Vektorfeld gegeben, so wie das Beispiel da oben. Und wir werden jetzt im Endeffekt zwei Formeln brauchen. Einmal das hier. Div ist übrigens die Abkürzung für Divergenz. Das ist dann Dreieck nach unten, ist der Gradienten oder die Menge aller Ableitungen. Und das Mal dazwischen ist das sogenannte Skalarprodukt, also alle möglichen Ableitungen im Skalarprodukt mit dem Vektor f. Und die Rotation von f ist ähnlich von der Formel her, nur der Unterschied ist das Zeichen dazwischen. Hier werden wir im Endeffekt ein Kreuzprodukt bilden. Das gucken wir uns jetzt alles mal an dem Rechenbeispiel oben an, wie man das macht. Um zu verstehen, wie man die Divergenz eines Vektorfeldes berechnen kann, müssen wir uns die Formel genau angucken, und ich finde es nochmal wichtig bei Formel und Formelsammlung, dass man weiß, was die Zeichen bedeuten. Das Dreieck ist der Gradient, das ist ein Skalarprodukt und das ist die Funktion selber. Bevor jetzt viele Leute schreien, zu mir gerannt kommen und sagen, ich habe aber eine andere Formel auf dem Formelblatt, möchte ich jetzt noch kurz zeigen, wie sich die andere Formel erstellt. Also der Gradient kann man hier sagen, dass wir können entweder nach x ableiten, nach y ableiten oder nach z ableiten. Mathematisch schreibt man das mit dieser Notation hin, dass man schreibt, Delta dx ist die Ableitung nach x, Delta dy ist die Ableitung nach y und Delta dz die Ableitung nach z. Dann müssen wir uns angucken, Skalarprodukt mal den Vektor selber. Und jetzt können wir uns überlegen, der Vektor hat ja drei Einträge. Dann ist e-Index x der obere, e-Index y der zweite und e-Index z ist der letzte. Achtung, dafür gibt es verschiedene Notationen. Ich nehme jetzt mal diese hier. So, wie funktioniert ein Skalarprodukt? Das liegt also dazwischen. Das ist das mal dem plus das mal dem plus das mal dem. Und wenn wir das jetzt quasi einfach so hinschreiben, dann hätten wir Delta dx und oben steht dann erster Eintrag x. Plus Delta EY nach Y plus Delta EZ Delta Z. Und jetzt muss man eigentlich nur wissen, wie man das hier am besten zu lesen hat, was wir jetzt da stehen haben. Warum ist das jetzt wichtig? Weil das hier bedeutet quasi den Eintrag X, also der oberste Eintrag, nach X abgeleitet. Plus dem Y-Eintrag nach Y abgeleitet, plus dem Z-Eintrag nach Z abgeleitet. Genau das ist, was jetzt eigentlich zu tun ist. Also der erste Eintrag ist der hier oben. Den sollen wir nach x ableiten. Dann machen wir dafür, hier haben wir 2xy. Das hier fällt weg. Dann plus den Eintrag hier nach y ableiten. Wenn wir ein y ableiten, haben wir eine 1 übrig, mal xz, also plus xz, plus, was bedeutet das hier, den letzten Eintrag nach z abzuleiten. Dann haben wir hier 2z. Das fällt weg, weil es kein z hat, und hier haben wir einfach nur noch plus 4 stehen. Und das ist eigentlich die kürzeste Art, wie man sich das Ganze merken kann im Endeffekt. Erster Eintrag nach x, zweiter Eintrag nach y, dritter Eintrag nach z und plus dazwischen. Ist aber alles im Endeffekt nur eine Herleitung aus dem Gradienten, dem Skalarprodukt und der Funktion selber. Und dafür gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man sich die Formel hinschreiben kann. Entweder die oder die. Es ändert nichts. Im Endeffekt kommt ihr dann zum gleichen Ergebnis. Und das Blaue, was sich jetzt hier hingeschrieben hat, ist dann im Endeffekt die gesuchte Divergenz des Vektorfeldes. Wenn wir dann die Rotation eines Vektorfeldes berechnen wollen, dann müssen wir theoretisch genau das Gleiche tun. Also wir haben den Gradienten, das sind alle möglichen Ableitungen. Wir haben das Vektorfeld selber, müssen jetzt aber das Kreuzprodukt zwischen beiden bilden. Und hier gibt es auch wieder eine alternative Formel, die zeige ich euch auch kurz. Dazu muss man kurz wiederholen, wie bildet man eigentlich jetzt das Kreuzprodukt von dem und dem Vektor? Dafür gibt es verschiedene Vorgehensweisen.
Ich nehme jetzt die, wo wir uns quasi die oberen zwei nehmen und unten wieder dran setzen, um das Kreuzprodukt zu bilden. Dazu verlinke ich euch aber gerne auch nochmal ein Video. Dann gehen wir gedanklich hin. Wir streichen dann erstmal nur die erste Zeile. Und für jede weitere rechnen wir dann im Endeffekt das mal dem, minus dem mal dem. Das wäre dann, wenn man es auswendig hinschreibt, das mit dem, also Delta EZ, Delta Y, minus Delta IY, minus Delta Z. Um sich hier Stress zu sparen, sieht man eigentlich, dass das Z und das Y sich einfach austauscht bei der Formel. Das macht es ein bisschen schneller, wenn man die ganzen Sachen noch hinschreiben muss. Im Endeffekt, dann haben wir hier Delta X, Z. Jetzt können wir die beiden direkt wieder vertauschen. Das ist übrigens auch ein Trick, wie man sich die Formel merken kann, falls euer Dozent darauf besteht, dass ihr die auswendig könnt. Gott bewahre, kann aber leider Gottes sein. Dann müssen wir das hier auch machen. Und dann haben wir hier unten Delta Y nach X. Tauschen wir die beiden wieder. So. Im Endeffekt ist das, was wir später auch gleich benutzen werden. Wie schon gesagt, ihr könnt euch auch die Formeln so oder so mit das Formelblatt schreiben, nur dass ihr halt wisst, es gibt verschiedene Fassungen. Und damit werden wir jetzt oben das Ganze auch einmal exemplarisch ausrechnen. Also machen wir das einmal ganz ausführlich. Also Delta EZ nach Y, das heißt der dritte Eintrag, der Z in Z-Eintrag nach Y ableiten. Müssen wir gucken. Hier gibt es aber gar kein Y, das heißt das fällt weg, das fällt weg, das fällt weg, also das ist 0. Minus den Y-Eintrag nach Z ableiten, das ist der zweite Eintrag. Über die Z zur 1, dann bleibt übrig minus XY. Dann gucken wir uns das hier an. Hier müssen wir den ersten Eintrag, also den X-Eintrag, nach Z ableiten. Hier oben gibt es aber gar kein Z, also ist das 0. Übrigens eine Merkregel, um Zeit zu sparen, ist der Buchstabe, nach dem er ableitet, nicht vorhanden, dann ist alles 0. Dann den letzten Eintrag, den Z-Eintrag, nach X ableiten. Da haben wir aber noch ein X drin, also ist es minus 3x Quadrat. Dann machen wir weiter, dann den zweiten Eintrag, den y-Eintrag nach x ableiten, dann fällt das weg. Das x, dann haben wir yz übrig. Minus dem x-Eintrag nach y ableiten, hier oben. Dann haben wir ein x Quadrat plus 2. Und im Allgemeinen würde ich euch raten, hier auch immer Sicherheitsklammern an der Stelle zu setzen. Ganz einfach deswegen, dass falls Vorzeichendreher drin sind, dass wir die nicht übersehen. Hier bei den ersten beiden Beispielen war es ja komplett scheißegal, aber Achtung, beim letzten ist es nicht egal. Deswegen tun wir die Sachen immer Klammern, die wir im Endeffekt abziehen. Dann haben wir noch übrig minus xy minus 3x Quadrat. YZ minus x Quadrat minus 2. Das ist dann das Ergebnis, das ich gebraucht habe. Jetzt machen wir noch kurz ein bisschen Zusatzwissen, weil es häufig dazu gefragt wird. Gilt, dass die Rotation von eurem Vektorfeld der Nullvektor ist, also jetzt bei unserem Beispiel, wenn rausgekommen wäre 0, 0, 0. Dann könnt ihr folgern, dass F ein konservatives Kraftfeld ist und dass F wirbelfrei ist. Also wenn es als Zusatzfrage mit in der Aufgabenstellung steht, könnt ihr das einfach prüfen, indem man die Rotation berechnet. Wenn sie 0 ist, dann ist es so. Und wenn irgendeiner von den Werten nicht 0 ist oder alle nicht 0 sind, dann ist es nicht so. Ich hoffe, ihr konntet in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist.
Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln, Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, das ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich, im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.